Als ich in China lebte, war die Malerei für mich sehr wichtig. Mein einziger Wunsch war, dass Gemälde in die reale Umsetzung durch Emotionen umzusetzen. Die naturgetreue Darstellung der Landschaft ist unwichtig. Für He Yang zählt mehr die Stimmung und die Atmosphäre, in Betrachter Empfindungen wecken soll. He Yang Winkelmann wurde 1967 in Peking geboren. Sie studierte an der berühmten China Academy of Fine Arts und schloss ihr Studium mit dem Bachelor ab. Ihre Fachrichtung war traditionelle chinesische Figurenmalerei. Sie ist eine sehr begabte Malerin und arbeitet im Bereich Skulptur, Ölmalerei, Aquarell und anderer Malerei. Ganz besonders sind ihre vielen farbigen Mo-Gu-Bilder hervorzuheben. Mo-Gu ist eine der drei chinesischen traditionellen Maltechniken. Das Thema ihrer frühen Gemälde ist das Leben der Frauen auf dem Land. In ihren Bildern sieht man Menschen bei der Arbeit auf dem Land oder in ganz normalen alltäglichen Situationen, immer in traditioneller Tracht. Und wenn man genau hinguckt, man sieht die Menschen, wie sie zufrieden sind und friedliche Gesichtsausdrücke haben. Auf den Bildern erscheinen die Wünsche nach Freiheit, Liebe und Sehnsucht. Im wirklichen Leben ist es jedoch voll von Depressionen. Im Jahr 1996 erkannte He Yang Winkelmann Gott und sie fand endlich ihren Lebenssinn. All das beeinflusst ihre Kunst. Sie versuchte, den Glauben und ihren Weg zum Glauben zum Thema ihrer Gemälde zu machen. Es gibt Bilder von ihr, die zeigen Mädchen in einem neuen Leben sehr fröhlich, so wie die Künstlerin. Bilder der Erleuchtung sind Schmetterling beten. Es gibt aber auch Bilder, die den Schmerz und die Verwirrung zeigen. Bilder des Schmerzes sind drei Frauen Braut. Ich finde, in ihrer Malerei gelingt es ihr, mit eine sehr friedvolle und harmonische Atmosphäre rüberzubringen, die den Betrachter in paradiesische Zustände oder Gärten entführt. Aufgrund des gemeinsamen Glaubens begegneten sich Frank Winkelmann und He Yang Winkelmann und heirateten. Im Jahr 1997 war He Yang Winkelmann von China nach Deutschland ausgewandert. Als He Yang Winkelmann aus China nach Deutschland zog, musste sie sich komplett neu orientieren. In China hatte sie figurative Malerei studiert und hatte sich mit chinesischen Minderheiten beschäftigt. Als sie hier nach Deutschland kam, waren diese Themen für sie nicht mehr aktuell und sie musste ganz neu lernen. Aufgrund ihres christlichen Glaubens hinzu kam, dass sie verheiratet ist, ein Kind hat, die Kultur, das Land Deutschland, die Sprache, ihre neue Tätigkeit, die sie als Galeristin durchführt, hatte großen Einfluss auf ihre Kunst. Das Thema ihrer Malerei hat sich verändert. Es geht neben dem Glauben auch um das Leben in Deutschland. Ihr Bild idyllisches Leben zeigt ihr heutiges entspanntes Leben.
Eine Frau sitzt in einem kleinen Innenhof und spielt mit einem Hund und einer Katze. In ihrer jetzigen Malerei sieht man wenig über Landschaft und kulturelle Bilder, wie sie damals in China gemalt hat. Sie probiert sich mit ganz neuen Dingen aus. Ihr christlicher Glaube beispielsweise spiegelt sich in ihren Bildern wider. Man sieht Dornkronen, man sieht Kreuze, man sieht Bilder aus der Bibel. Das beschäftigt sie sehr und das möchte sie auch gerne im Bild festhalten. Als sie nach Deutschland zog, lernte sie durch den Kontakt zu anderen Künstlern die abstrakte Malerei kennen. In dieser Zeit entwickelte He Yang Winkelmann eine neue Idee. Sie wollte traditionelle chinesische Malerei mit abstrakter Malerei kombinieren. Dies ist für sie auch heute noch eine große Herausforderung. Und eine ganz andere Seite habe ich auch von Hannah kennengelernt, eben eine expressive, moderne, reine Malerei. Und ich finde es sehr spannend, diese beiden Welten miteinander zu verknüpfen. Also einmal die Herkunft, also die kulturelle Herkunft, die ich natürlich mit ihren früheren Arbeiten verbinde. Und die moderne westliche Malerei. Und ich bin sehr gespannt, wie sich diese beiden Malstile verbinden lassen zu etwas Neuem. Und mit zeitgenössischer deutscher Kunst, dazu kam sie dann zu der abstrakten Malerei, mit der sie sich jetzt im Moment beschäftigt. Und voraussichtlich ist der Weg noch nicht zu Ende. Es wird bestimmt weitergehen, wieder in die figurative Malerei, wo sie auch ursprünglich herkam. Kunst ist das, was sie ihr Leben hauptsächlich beeinflusst. Sie redet über Kunst, sie denkt über Kunst und sie sagt, sie wird niemals eine Galeristin hundertprozentig sein. Sie hat zwar eine Galerie, was ihr auch sehr viel Spaß bringt, aber tief im Herzen ist sie immer noch die Künstlerin. Durch meine chinesische Herkunft male ich Elemente nach chinesischer Art und Weise. He Yang Winkelmann versucht, ihren eigenen neuen Stil zu finden. Und sie möchte sich selbst immer neu ausprobieren. Sie will neue Themen finden und dabei ihren Stil weiterentwickeln.